Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Beim letzten Mal waren wir in der Stadt Novigrad und haben uns mit einer Lesbe, mit einer Nutte begnügt. Ja, wie begnügt man sich mit einer Nutte, ne? Man streichelt ihr das Haar. Was anderes macht man mit Nutten nicht? Nein, nein. Ja, und haben dann uns auf den Weg nach Gänsemöse gemacht. Gänsemöse, also ich komme auf den Namen immer noch nicht klar. Ich meine, irgendjemand hat ja die Stadt aufgebaut, ne? Und wer nennt das denn dann Gänsemöse? Ich meine, dann sitzt du irgendwo rum und fängst an. Ja, guten Tag, mein Name ist bla 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 und ich habe mein eigenes Dorf gebaut und habe es Gänsemöse genannt. Warum macht man das? Ich meine, es sollte doch dann eigentlich etwas sein, worauf man stolz ist, dann nenne ich das doch nicht Gänsemöse. Nicht, dass der Name irgendwie schlecht wäre oder so, aber, ne? Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich zumindest. Jo, also die ersten 5 Minuten, die jetzt hier passieren, die kenne ich leider schon. Liegt einfach daran, weil beim letzten Mal bin ich relativ früh gestorben und dachte mir, gut, bevor ihr dann die Arbeit machst, das wieder rauszuschneiden, nimmst es einfach nochmal auf. Du kannst auf jeden Fall Zeit sparen. Und bevor ich jetzt wieder den ganzen Mist mache, speichere ich. Ja, Leute, es wird wieder eine speicherreiche Folge. Eine speicherreiche Folge. Doch jetzt wird erstmal der bewachte Schatz geschnappt, welcher von einem Wasserweib bewacht wird. Nein. Genau so war das geplant. Und nicht anders. Also das Wasserweib hier, das ist eher ein Witz. Wo ich dann gestorben bin, das werde ich euch dann sagen, wenn wir soweit sind. Zack, 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 zack. Na. Er wird nicht zurückgeschlagen. Böses Wasserweib. So, wir nehmen hier wieder alles mit. Ach schön, wir haben Silberbarren gefunden. Damit können wir uns dann früher oder später ein neues Silberschwert bauen. Juhu! Ich habe mich mal etwas mit der Handwerkskunst auseinandergesetzt und es gibt zig verschiedene Silbervarianten. Also Silberbarren, Silbermeteoritenbarren und Silber mit irgendwas anderem, dann Silberplatten, dafür braucht man 2 Silberbarren und sicherlich Leute, die setzen sich dann hier hin und sammeln das Zeug so lange, bis sie jede Waffe einmal hergestellt haben. Das werden wir nicht tun. Oh nein. Dafür ist mir meine Zeit dann doch etwas zu wertvoll. So, hier haben wir noch schnell den Reisepunkt mit abgeholt. Falls wir uns mal an diese Seite der Stadt teleportieren wollen. Geralt ist zwar kein großer Fan vom Teleportieren, aber wenn es per Reiseziel geht, dann hat er da scheinbar nichts dagegen. Und hier haben wir wieder einen... Oh! Halt, stopp. Da war ein Händler. Was macht denn ein Alchemist in der Kapelle? Ja, wir können ihn ja einfach mal fragen. Vielleicht kann er es uns selbst sagen. Hallo, wo bist du? Da. Ich suche nach Zutaten für Tränke. Da liegt eine Verwechslung vor. Ich bin kein Magier. Nein, nein, nein. Ich bin Apotheker. Mhm. Und ich könnte schwören, dass ich dich auf dem Gipfel in Loch Muin gesehen habe. Das war vielleicht mein Zwillingsbruder. Hör auf. Für das ewige Feuer bin ich genauso ein auszuräucherndes Übel wie du. Entspann dich. Ich habe nicht vor, dich zu denunzieren. Was willst du? Hast du was Interessantes? Ja, aber pssst. Ja, aber pssst. Oh. Eine Menge Runen, die Schweine teuer sind. Was ist denn hier für Staub? Irgendwas Interessantes? Salpeter? Nee, das haben wir mehr als genug. Optimameter. Haben wir aber auch schon alles. Das nehme ich mal mit und den Stein hier nehme ich durch auch mal mit. Hier. Das hier sieht interessant aus und die zwei hier auch noch. Kann ich mit dir irgendwas da lassen? Floren. Kann ich den Floren verkaufen? Das ist ja cool.
Zack. Bitteschön. Da freue ich mich doch, dass ich das auch gleich wieder losgeworden bin. Der Bezwinger benötigte Stufe 8 und von daher für uns leider nicht mehr zu gebrauchen. Schade eigentlich. Dieser Händler hat nicht genügend Geld. Oh Mann. Oh Mann. Ich hoffe, ist ja mal richtig stark. Aha, eine neue Rüstung. Noch eine neue. Das verkaufen wir direkt. Das will ich nie wiedersehen, sowas an Geralt. Kriege Schreikrämpfe. Kann ich euch aber sagen. Das war ja schlimm. Streifenhörnchen. Nein, danke. Ich brauche einen Händler, wo ich diese Bolzen verkaufen kann. Die bringt so viel Kohle. Überhaupt mal einen Händler, bei dem ich wieder was verkaufen kann, weil die haben alle kein Geld. Was soll denn das? Quennel. Könnten wir eigentlich mal anlegen. Doch vorher wird wieder eine Runde Karten gezockt. Ich will Karten spielen. Ja, begeistert ist was anderes, ne? Oh. Also die zwei Bodenschützen behalten wir schon mal auf der Hand. Die gefallen mir sehr gut. Der kommt weg und einmal können wir zurückholen. Einmal Fente weg. Mist. Ich hatte ja gehofft, dass wir mal einen Spion bekommen. Ich mag die Spionkarten über alles. Da bin ich ja richtig großer Fan von. So, Kaiserreich Nilfgaard. Größtenteils aufgebaut aus solchen Nahkämpfern. Da freue ich mich jedes Mal über diese Schneestürme hier. Und damit kann man die erste bzw. die zweite Runde von denen relativ schnell kaputt machen. Und vor allem, wenn sie dann hier zwei verschiedene von solchen Karten rausbringen, ja, dann mach halt, ne? Bringen tut's dir halt nur nichts. So. Okay, er hat scheinbar noch genügend Karten auf der Hand, um da was reißen zu können. Hab ich nur das Problem, dass ich den Mint rausgespielt habe. Ich spiele mal noch einen davon. Und hoffe, dass wir den zweiten nicht brauchen. So schnell war es das von wegen Hoffnung. Ich halt den noch raus, bitteschön. So, jetzt schmeißt du die ganzen Karten zum Fenster. Genau, so möchte ich das. 20. Jetzt haben wir aber das Problem. Wie macht man das am besten? Ich spiele erstmal die Flint. Nee. Ich spiele erstmal das hier. So. Immer auf jeden Fall wieder im Vorteil. Aber der gibt natürlich nicht auf. Warum darf ich... Hä? Jetzt, so. Mein Gegner passt, okay. Der wird es nicht mehr schlagen können. Passen wir jetzt auch diese Runde. Und versuchen mit den Karten, die wir jetzt noch auf der Hand haben, wenigstens diese Runde zu gewinnen. Er hat nur noch zwei, von daher ist er da relativ eingeschränkt. Vorausgesetzt, er kommt uns nicht direkt mal mit 20 Schaden, aber das können wir immer noch gewinnen, Leute. Wuhu! Ja. Die Runde gehört uns. So viel ist klar. Stellt sich nur die Frage, was kriegen wir in der nächsten im Runde noch für eine Karte extra dazu. Und viel wichtigere Frage, was hat der Gegner noch auf der Hand? Okay, wir kommen auf 12 Schaden. Bin ich schon mal nicht schlecht, Herr Specht? Aha, 3. Ach, dann haben wir wirklich gewonnen. Okay. Tschüssi! Dann danke ich dir vielmals für die Karte. Elfenschaumützler. Du weißt, was die Kirche sagt. Die Toten sollen verbrannt. Das sieht, oh, da hat sich doch die, der kleine Umweg hierher doch noch einmal gelohnt.
Ich weiß nur nicht, welche Karten. Wie viele Karten gibt's denn überhaupt? Kann man es irgendwo nachlesen mittlerweile? Meine, so allmählich dürften ja die ersten fertig sein mit ihren 100% Runs. Zumindest wenn man es privat spielt, also so der Let's Play, klar. Theoretisch gesehen könnte ich jetzt auch schon wesentlich weiter sein, aber würde ich euch jeden Tag 4-5 Folgen dahin schmeißen müssen, nur damit man jetzt irgendwo im letzten Teil des Spiels sind. Aber dann guckt sich die ja eh keiner mehr an. Weil keiner hat Zeit, sich 2,5 Stunden dahin zu setzen und diese Videos zu gucken. Das macht einfach keiner. Und übrigens, hier bin ich gestorben. Bei dem Kloster war ich im letzten Versuch nicht. Da war er. Aber ja, diese alte Sumpfschrulle geht mir richtig auf den... Nein. Autsch, die macht einen Schaden. Alter. Es ist ja sowieso so... Autsch. Babala. Man kann theoretisch gesehen auch gegen die schwächsten Gegner verlieren, wenn man ihre Bewegungsabläufe nicht kennt. Oh nein. Und diese Sumpfschule ist echt heftig. Ach seht ihr, wir wollten eigentlich mal das andere Silberschwert anlegen für noch mehr Damage. Kann man die vielleicht sogar noch etwas schneller down? Mann. So von der Zeit her, wie man spielen würde, ich meine, wir sind jetzt ungefähr der Hälfte des Anfangs. Ich glaube nicht, dass wir bei der Hälfte des Spiels sind. Weil das kommt noch skellige und ich bezweifle arg, dass wir nicht irgendwann wieder zurück müssen. Zack. Haben wir noch irgendwas Interessantes? Ist besser, wenn ich die repariere? Einen Moment, ich möchte die mal reparieren. Vielleicht wird sie dann besser. Nee, nicht das. Leg das mal an. Repariere das hier drinne. Nee, es wird nicht besser. Okay, also das hier hat auf jeden Fall mehr Rüstung. Sieht besser aus. Das hat halt 109 Vitalität, ne? Aber sag mal so, die Vitalität, die bringt uns auch nicht viel, wenn wir nicht ordentlich ausweichen. Wenn wir sonst nicht viel Vitalität haben, sterben tun wir am Ende trotzdem. Weil die Gegner hier ja barbarisch viel abziehen in diesem Spiel. Ist richtig lustig, wenn wir dann später irgendwann mal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen und mit der Meditation nicht mal mehr heilen können. Oh, okay, wir müssen hier rein. Nein! Scheibenmeister. Wow! Lass mich in Ruhe, Bitch! Was? Ich hab dich doch getroffen! Was willst du von mir? Hä? Und wieso versinkst du im Gras? Naja. Was soll's, was soll's. Oh Mann. Oh, der war knapp. Wow. Nein. Ah, wei. Leute, das wird richtig harter Fight hier. Aber ich will das schaffen. Ich hätte sie beim ersten Versuch sogar beinahe down bekommen, aber dann habe ich nicht aufgepasst und dann ist sie von hinten angesprungen gekommen. Zwei Hits. Komm. Da lag ich im Dreck. Wenn ich das in diesem Versuch jetzt nicht schaffe, werde ich das schneiden. Also für den Fall, dass ich es nicht schaffe, bis gleich. So, Versuch Nummer 8. Yeah.
Oh, ich sollte natürlich auch mein Mikro wieder anmachen. Ich hab's endlich geschafft. Nach dem 8. Versuch. Hab zwar all meine Schwalbentränke verschwendet dafür, aber der Schatz ist unser, Leute. Wuhu! Und ein Friedensstifter. Dann schauen wir doch mal, Fitz. Ob uns das hier irgendwie weiterhilft? Nope. Chance auf Taumeln, Chance auf Verstümmeln, naja. Aber ich habe ja während Offscreen und bla hier eine Waffe geschmiedet. Und das würde ich mal sagen, können wir ja mal schauen, ob wir hier mit den Runen mal irgendwas machen können. Ich schau mal fix. Wird in der Fassung eines Schwertes platziert. Angriffskraft. Gegen die Zeichenintensität. Angriffskraft plus 5%. Das packen wir doch mal da rein. So. Schöne Sache. Und dann würde ich sagen, geht es endlich weiter. Ich muss nochmal fix auf meinen Wecker klicken, damit er weiter rechnet. Zack. Zack. So. Und weiter geht es zum nächsten markanten Punkt auf dieser Karte. Und zwar ist es dieses kleine Dörflein hier. Ach nee, ich will hier oben, obwohl ich stehe da lang. Langsamer. Erstmal zum Anschlagbrett. Nicht, dass das Anschlagbrett uns dann da oben weitere Fragezeichen aufwirft, die wir dann theoretisch gesehen schon hätten mitnehmen können. Weil doppelte Laufwege möchte ich euch dann wirklich nicht antun. Ihr wisst ja, verschwendete Zeit. Mag ich nicht. Und hier haben wir auch wieder eine kleine Nebenquest. Mal gucken. Liebe Freunde, ich suche ein feines Weib für meinen Sohn Matty. Er braucht dringend eine weibliche Hand, die ihn führt. Denn sonst sitzt er nur herum und grübelt. Den Kopf in den Wolken und den Hintern auf dem Boden. Bewundert die Schöpfung und kritzelt Gedichte. Mit Gift willkommen, aber nicht Bedingung. Hallo, ich verkaufe einen Karren für Räder, eine Deichsel und einen Sitz. Aus Holz ziehen. Er bewegt sich. Schieben, er bewegt sich auch. Nur nicht so leichtständig. Ist ja ein Karren. Was gibt es da zu schreiben? Preisverhandlungssache bei Leberwurst und einem Schnäppchen. Leberwurst. Hallo Leute, kann mir jemand seinen Flug leihen? Ich habe meinen neulich dermaßen auf einen Stein gesetzt, dass er krumm und schief gebogen ist. Und ein Bies soll mir schonen, wenn ich weiß, wie man ihn repariert oder sein Feld ohne pflügt. Achtung, gute Leute. Beletain, Nat. Mit Riesenschriften, sofern uns, was die Götter verhüten mögen, nicht zuvor der Krieg erreicht, finden die Festlichkeiten wie üblich auf der Almende beim Dorf statt. Es gibt ein großes Feuer und Tanz bis zum Morgen, auch für das leibliche Wohl will gesorgt sein, und daher müssen wir Folgendes vorbereiten. 3 Fass Apfelwein, 2 Fass Getreidebrand, 3 spießtautische Lämmer, ein Mastschwein, eine Portion Wurst, Blutpudding und Leberwurst pro Kopf, 3 Scheffel Trutzgetreide, 2 Sack Kartoffeln, 1 Sack Rüben. Am Monatsende gehe ich durch das Dorf und frage, wer was davon beisteuern oder ob jemand ein paar Kronen spenden kann. Na, alle weit und breit, ich habe es schon überall erzählt, aber noch nicht schriftlich bekannt gemacht. Das hole ich hiermit nach, damit niemand sagen kann, er hätte von nichts gewusst. Mein Junior Pomir hat der Melitele den Schwur geleistet, niemals wieder Bier oder Schnaps anzurühren, solange er lebt. Und das ist auch nur recht und billig. Da vor 2 Wochen unsere Ziege, unsere Hühner, das Butterfass und sogar die Hosen, die er am Leibe hatte, beim Kartenspielen verloren hat. Ich war schwer in Versuchung, ihn mit blankem Hintern rauszuwerfen oder ihm denselben wenigstens ordentlich zu versohlen. Wenn also jemand Pomir sieht, wie er auf eine Taverne zuhält, dann komme er sofort zu mir. Er wird eine Novigrader Krone für den Aufwand erhalten. Und wenn jemand Pomir zum Trinken ermutigt oder ihm einen Humpen oder eine Flasche anbietet, dann sagt diesem Haderlumpen, dass man mit einer Hake nicht nur pflügen kann. Schatzjäger, Fährtenleser und Hetzer aufgemerkt. Honigwarp und die Imkerei der Familie Meiersdorf, die ihr seit 5 Generationen die Existenz sichert, werden vom Schicksal gebeutelt. Das Bienenphantom ist auf uns niedergefahren. Es zerstört unsere Bienenkörper, tötet unsere Bienen und schafft allgemeine Verwüstung. Ich bin für jede Hilfe dankbar und verspreche dem, der uns helfen kann, eine Belohnung. Am besten machst du im Gasthaus keinen Ärger. Ey, ein laufender Händler. Halt mal. Sei gegrüßt. Hallo, zeigen Sie mir Ihre Waren, bitte. Ich würde mir gerne deine Schon mal nichts Interessantes, aber der Mann hat Geld. Freut mich. Da kann ich wieder ein bisschen was loswerden. Juhu. Schon ist er wieder pleite.
Mist. Dass sie alle so wenig Geld haben, ne? Ist doch zum Kotzen. So, und was habt ihr für ein Problem? Ach, das bist du da. Den Staat weggeschubst hat. Nee, ja da. Ja da. Was habt ihr für Probleme? Ach, gar keine. Zieh nur weiter, guter Mann. Ruhe, Gotthard. Er kann uns womöglich helfen. Die Bande von Kleinrot will das Dorf angreifen. Will sich an Bertram rächen. Wir haben nicht viel, aber wenn du uns verteidigst, bezahlen wir dich. Wer ist Kleinrot? Sie treibt's angeblich mit Wölfen und kann einen Mann mit bloßen Händen zerreißen. Eine Bestie in Menschengestalt. Wobei manche sagen, sie sei sehr schön. Sie führt eine Bande von Deserteuren an. Richtige Halunken aus verschiedenen Armeen. Geübte Mörder und Plünderer. Und warum will die Bande sich ausgerechnet an dir rächen? Weil ich sie an die Hexenjäger verpfiffen habe. Die Hexenjäger interessieren sich für Banditen? Seit wann? Die Bande von Kleinrot hat unser Dorf terrorisiert. Niemand hat uns verteidigt. Schließlich ist Bertram zu den Jägern gegangen und hat sie um Hilfe gebeten. Die Jäger sind ihnen nach. Wir hatten einen kurzen Frieden, aber dann hat Kleinrot Wind davon gekriegt. Sie will Bertram tot sehen. Er ist erledigt, wenn du nicht hilfst. Gut, ich kümmere mich um die Banditen. Geht heim und verbarrikadiert euch. Sieh dich vor, Hexer. Die sind wirklich gefährlich. Hexer! Gut, die Quest nehmen wir doch gleich mal an. Warte, bis abends Kleinrots Bande angreift. Das machen wir doch gerne, weil dann können wir gleich nochmal meditieren. Kannst du jetzt nicht tun. Warum kann ich das jetzt nicht tun? Will das aber tun. Gerne tut, tut. Okay, so. Bis abends. Okay, jetzt dürfen sie angreifen. Oder? Ja, ist doch abends. Es ist 18 Uhr. 18 Uhr ist abends. Ach, jetzt geht das wieder los. Die verschiedenen Interpretationen von abends. Ah, verteidigt die Einwohner. Das heißt, sie kommen. Da sind sie. Doch bevor wir uns in diesen Kampf begeben, möchte ich noch einmal speichern. Nicht, dass wir jetzt wieder failen. Hallo, Herr Bandit. Ein Hexer. Haben die Dörfler dich angeheuert? Haben sie, um sie gegen Monster zu verteidigen und gegen Menschen, die sich wie Monster benehmen. Dafür hältst du mich also? Bist du das nicht? Finde es selbst raus, wenn du es wagst. Oder gib mir Bertram, dann geschieht sonst niemandem was. Mir ist ziemlich egal, was du sagst. Nimm deine Männer und verschwinde, sonst fließt Blut. Blut fließt auf jeden Fall. Gerade hast du dafür gesorgt, dass es noch mehr wird. Das willst du nicht, junge Dame. Das. Ein Werwolf? Ernsthaft? Warum ein Werwolf? Okay, wir benutzen Gedankenbeeinflussung. Um hier schneller Schaden drauf zu bekommen. Autsch. Ziemliches Vieh. Ich kümmere mich erstmal um die kleinen Leute. Damit wir vor denen erstmal Ruhe haben. Wir müssen ihn umzingeln. Du verfluchter Bastard! Na, komm her hier. Stirb. Du jetzt auch noch. Zack. Achso, wir haben scheinbar eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die Gegner für uns zu gewinnen. So, wird es also geregelt. So, du fällst auch nochmal in Trance. Okay. War das falsche Schwert. Auch nicht schlecht. Hier, komm mal her. Deiner Wolfi. Nein, 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 nein. Und wieder schlafen liegen. Du magst das. Autsch. So, zweimal Schwalbe reingepfiffen. Oh nein. Mist. Jetzt hat er sich Lebensregeneration reingehauen.
Und stirb, Bitch! Werwölfe werden nicht toleriert. Den hast du es aber gezeigt. Ihr habt nicht erwähnt, dass sie ein Werwolf ist. Wir waren das selbst nicht ganz sicher. Aber genau dafür sind Hexer ja da, nicht wahr? Zum Monster töten. Danke für deine Hilfe. Das hier hast du dir verdient. Oh ja, das habe ich. Was? 10 Kronen? Ernsthaft? Oh Mann. Es ist so traurig, dass die Leute alle so wenig Geld haben. Ich kann mich nicht mal ordentlich bezahlen. Aber gut. Wir haben sie gerettet. Rettet. Doch, bevor wir uns jetzt weiter aufmachen, möchte ich hier... Ist da keine Kneipe oder sowas? Was ist denn das für ein Drecksladen? Ja, wenn ihr mich schon nicht ordentlich bezahlen könnt, dann nehme ich mir halt mit, was hier rumliegt. Ich krieg meinen Lohn schon. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Wenn ihr ihn mir nicht freiwillig gebt, nehme ich den mir einfach. So. Nach da hinten. Ach Gott, ist das ein langer Weg. Gott sei Dank haben wir Plätze. Also ohne Plätze würde das Spiel noch um einiges länger dauern. Oh, und da hinten geht die Sonne langsam unter. Schade, dass wir nicht auf hohen Grafikeinstellungen spielen können, sonst sehe das Ganze noch wesentlich schöner aus. Aber man muss nehmen, was man kriegt. Nicht wahr? Genau. Oh, und hier haben wir neue Gegner. Ne, das sind diese Spinnen. Ja, ich mag die Spinnen nicht. Wow! Alter! Mann, oh Mann, oh Mann. Die gehen hier ab. Alter! Ich bin die ganze Zeit gestunt. Ich kann mich nicht bewegen. Okay, die Entriade kämpft für uns. Autsch! Autsch! Das tut jetzt natürlich auch, ne? Zack, zack. Okay, alles down. Puh. Wäre jetzt beinahe richtig knapp geworden. Dämliche Spinnen. Was soll denn das? Okay, weiter geht's. Die lasse stehen. Sollen sich die Dörfler drum kümmern? Darf ich nochmal meditieren? Nee, oder? Natürlich nicht. Darf ich jetzt meditieren? Natürlich nicht. Alter, ist das Ding groß. Oh oh. Immer ein bisschen in Sicherheit. So, jetzt habe ich gerade Ruhe. Darf ich jetzt meditieren? Immer noch nicht. Darf ich wenigstens speichern? Ja, das darf ich. Okay, ich stehe erstmal nach da unten und schau mal, was es dort gibt. Eine Höhle. Ein Monsterlager. Okay. Dann schauen wir mal, was für Monster hier, sich hier drinnen verstecken. Fisch. Ach, ich sehe es schon. Ah, es ist ein Golem. Es ist ein Golem, liebe Leute. Es ist ein Golem. Nehmen wir doch wieder die Gedankenbeeinflussung. Die hat uns ja schon mal sehr geholfen bei solchen Viechern. Oh, der ist Level 17. Inventar. Ich brauche die Katze. Katze, 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 Katze. Ja. Zack. Schon wesentlich besser. Und schauen wir mal, ob wir den da bekommen. Bei dem wollen wir wieder rollen, damit er uns nicht so oft trifft. Alter, nee, Leute, ich glaube nicht, dass das hier was wird. Weil dafür machen wir einfach mal viel zu wenig Schaden. Nee, das wird nichts. Weg hier! Wow! Lauf, Geralt, lauf um dein Leben! So, dann räumen wir uns hier mal fix raus.
Nee, das wird nichts. Das wird da rein gar nichts. Da gehe ich lieber zweimal auf Nummer sicher und komme später wieder vorbei, um das Problem hier in der Höhle zu lösen. So, jetzt wird nochmal meditiert eine Runde. Zack. Da ist auch die Katze wieder weg. Und jetzt können wir ja mal versuchen, uns an diesen... Ah, nee, können wir nicht. Ich sehe schon, das können wir nicht. Und da ist auch schon Level 23. Na klar. Okay. Ich würde sagen, wir können jetzt nichts weiter reißen, deswegen gehen wir in der nächsten Folge hier nach unten, schauen uns noch an, was an diesem Anschlagbrett los ist, und dann werden wieder Nebenquests erfüllt. Den Rest hier, den werde ich machen, wenn wir höhere Level erreicht haben. Wir schauen uns dann hier in Novigrad um, um noch ein paar Quests zu erledigen. Und dann würde ich sagen, geht es auf nach Skellige. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir das in die Kommentare, ansonsten lasst es einfach bleiben. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, genauso in die Kommentare rein. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Bis dahin, bye bye.